Das ist schlecht programmiert! Ja, willkommen zurück zu Monster Max für den Game Boy. Und ja, es geht jetzt auch weiter mit mit der zweiten Etage. Zweite Mission ist hier, die weisen Alten schrieben ihre Geheimnisse auf in geheimer Schrift. Okay, ja, sehr schön. Okay, hier bekommen wir gleich zu Anfang so einen Zauber hier. Mal erstmal kurz gucken. Ja, brauche ich auch. Brauche ich notwendig. Und ich brauche auch die Schuhe. Schade. Schade. Ich muss die Bomben hier... Ja. Muss mich von den Bomben verabschieden. Okay. Und hier wird... Das haben die ausnahmsweise mal gut gemacht. Hier wird verdeutlicht, dass man... Ja, dass sich das... Dass sich diese... Dass es sich hierbei um eine Plattform handelt, die aber auch stachelig ist. Deswegen brauche ich hier diesen... Ich will mal kurz was ausprobieren. Okay, ich kann im Sprung kann ich das machen. Okay, gut. Gut zu wissen. So. Dann werden wir das auch... Okay. Und da haben wir sogar zwei Sterne hier jetzt. Oh nein, nein. Why? Ich weiß nicht. Reicht es einfach geradeaus durch zu rennen? Okay, ja. Ja, in meinem Let's Play damals habe ich das nämlich so gemacht. Da habe ich diesen Zauberspruch hier verwendet. Also dieses Ei, sage ich jetzt mal, diesen Schutz hier. Und das war ein Fehler. So, da unten ist Gold. Nehmen wir mal mit hier. Oh, Zauberspruch. Der könnte sich als nützlich erweisen. Nehmen wir den mal mit. So, und dann geht's hier jetzt weiter, ne? Ich glaube, das war eine ziemlich lange Mission hier. Oh nein, ich glaube hier... Oder war es oben? Keine Ahnung. Irgendwo brachen da wieder diese Plattformen weg. Ja. Okay. Oh. Achso, jetzt bin ich hier oben. Okay. Nee, da war es doch noch nicht die Mission, von der ich dachte, sie wäre das, oder? Weiß ich jetzt gar nicht. Moment. Diese Plattform verarscht einen teilweise. Ich muss erstmal deren Verlauf mir anschauen. Ja. Jetzt nicht drauf, weil die Plattform da hinten entlang fährt. Deswegen... Genau. Das ist nämlich eine Falle. Achso, jetzt hätte ich schon drauf gemusst, ne? Okay, dann weiß ich jetzt Bescheid. So. Hörst du mal auf? Shit hier. Okay. Jetzt. Trotzdem wurde ich getroffen. Finde ich nicht gut gemacht. Finde ich nicht gut. Absolut nicht. Ich hole mir den Stern noch mal, denke ich mal. Oder hole ich mir den? Komm. Das scheißegal, auch wenn hier dieser eine Spruch da jetzt. Diese schwarze Kugel da jetzt, die ich jetzt verbraucht habe. Ist mir scheißegal. Danke. Weg mit dem Müll. So. Jetzt muss ich den Roboter wieder als Hilfe hier verwenden. Hier, indem er das runterschiebt. Und selber soll er auch runter. Nee, Moment, ich muss ihn... Ja, komm, ich schiebe ihn erstmal hier, so. So.
und dann hier hin. Damit ich dann auf ihn drauf springen kann. So, dann brauche ich die Tasche. Aber ich nehme den Zauberspruch gleich wieder mit. Also diesen. So. Ah, nee. Moment mal, geht das überhaupt? Ja, doch, geht, ja. So. Dann so, dann hier. Scheiß Scrolling überwinden. So, danke. Haha! Jetzt kann ich die Skelette alle in Ruhe abschlachten hier. Oder auch nicht. Ich schlachte hier mich ab hier. Ja, schönen Dank aber auch. Ich hätte nicht gedacht, dass sie sich so dämlich bewegen, aber naja, gut. Ach, jetzt hätte ich hier das verwetten können, ne? Aber egal. Die ganze Zeit mit diesem einen. Naja, egal, lassen wir es. Man bekommt einfach ein Herz geschenkt hier. Na. Ach. Hä? Geht das überhaupt? Ja! Ja, natürlich! Oh, das. Wolfi, kannst du dieses Spiel nur so gut finden? Verstehe ich nicht. Ach, wenn ich hier drauf bin, ja, stimmt. Ich brauche das gar nicht, das Teil hier. So. Ich drücke jetzt am besten gar nichts, wenn ich da runtergehe, ne? Ich brauche das. Ich brauche tatsächlich. Ja gut, denn wenn ihr es eben so wollt. Ich weiß gar nicht, wo ich hier entlang gehen muss. Machen wir jetzt mal so. Ach ja, warten immer hier. Oh nee, nicht wieder solche Sprünge hier. Nicht wieder solche sich automatisch bewegenden Gegner. Na gut, diesmal habe ich ja hier, bin ich ja geschützt vor diesem Mist. Jedenfalls zu einem gewissen Teil. Boah, geht er mir auf den Keks hier. Hä? Oh, und für den Rest muss ich jetzt diese Tasche hier nehmen, ne? Oh, das ist nicht euer. Das ist nicht euer Ernst. Nimm mit. Nee. Ich weiß genau, dass er mich trifft, wenn ich da springe. Warum baut man denn Trampolin ein, wenn ich sowieso da nicht hochspringen kann mit. Ja, mit dieser Federung. Hier ist auch noch eine Tür, ne? Du Fallung. So. Ja, ich bin mir sicher, ich brauche das. Warte mal, dann mache ich das mal ein bisschen anders. So. Ich bin mir sicher, dass ich. Ja. Geh mir doch nicht auf die Klötze, du Drecksfeder. Hau rein, Max. Das Vieh ist natürlich schneller als ich, ne? Weiß jetzt nicht, wofür ich diesen Block brauche. Ah, doch.
glaube, jetzt weiß ich das. Moment. Wie soll ich das denn jetzt hinkriegen? Ja, und jetzt darf ich diesen ganzen Abfuck nochmal machen. Und gleich sogar die ganze Mission nochmal. Herrlich, das Spiel, ne? Herrlich. Also wenn ich solche Situationen sehe... Wisst ihr was? Muss ich überhaupt da hinten hin? Dann geh ich doch lieber hier hin. Ja. Dreckiges, verlogenes Mistspiel. Sowas ist nicht gut. Das ist kein gutes Leveldesign, wenn man dann in eine Tür reingeht und... Ja, Pech gehabt, du bist in der Falle. Das ist kein gutes Leveldesign, das ist einfach nur Mist. Kriegt hier der Dreijährige ein besseres Leveldesign hin. Unglaublich, dass es hier von... einer, ja, könnte man sagen, erfahrenen Entwicklungsfirma konzipiert wurde. Wirklich... wirklich, unverständlich. Ja, nun komm doch runter, du Bekloppte. Warum baut man sowas ein mit Aufzüge hier? Dann muss warten und das ist einfach nur lächerlich. Mir kann keiner sagen, dass es gutes Leveldesign ist, wenn da plötzlich irgendwelche Plattformen runterbrechen und man dann stirbt. Das ist einfach nur Schwachsinn. Das ist einfach nur dumm. So... da noch nicht rauf. Gleich werde ich sowieso getroffen. Unnötigerweise. Wenn ich jetzt hier... nicht? Oh, wow. Aber die Möglichkeit besteht, dass man da getroffen wird. Das ist auch schlecht gemacht. Scheißegal. Ich nehme hier die Sachen mit. Und dieses... bekloppte Mistvieh hier... Ja, der kann sich natürlich auch noch so bewegen, wie Max sich überhaupt nicht bewegen kann. Ach ja, übrigens. Ich wollte ja noch was zur Steuerung sagen. Aber lass mich erstmal diesen Pisser besiegen hier. Nun stirb doch endlich, du Mistvieh! Oh, meine Güte! So. Wenn ich nämlich nach links drücke, dann bewegt Max sich ja, so links schräg oben hier, ne? Wenn ich nach oben drücke, dann bewegt er sich hier, ja, rechts oben. Wenn ich nach rechts drücke, bewegt er sich nach rechts unten. Und wenn ich nach unten drücke, bewegt er sich nach links unten. Also funktioniert die Steuerung. Das sollte ich ja mal erzählen, wie die Steuerung hier funktioniert. Jetzt wisst ihr es. So. Okay. Ach ja, ich muss ja... stimmt ja. Ich muss ja die Tasche mitnehmen. Ist auch so geplant, dass man diesen Zauberspruch mitnimmt. Weil man den hier ja gleich... gleich noch die Möglichkeit bekommt... Wenn ich jetzt diesen ersten Schuss nicht gemacht hätte... die Möglichkeit bekommt... da was abzuschießen. Und damit meine ich nicht das Skelett, sondern hier das hier. Hier hätte ich was abschießen können. Also das hätte ich jetzt abschießen können hier. Und dann wäre ich an die Bomben rangekommen.
Und dann hätte ich das hier sprengen können. Hier, das hier. Und dann hätte ich mit Hilfe des Blockes diese Tür erreichen können. Aber nö, machen wir jetzt nicht. Oh nee, jetzt kommt ja gleich der unfaire Mist, ne? Bei... ist nicht alles irgendwie unfair in diesem Spiel? Mach hinne. Warum muss man so schnell... So schnell kann man doch gar nicht sein hier. Na doch, kann man schon, aber wie man ja sehen konnte. Aber... warten hier, warten, schön warten, weil warten ja auch so gut ist. Warten macht so viel Spaß. Jeder wartet gern an der Ampel, beim Arzt. Boah, jetzt sind wir wieder in diesem Shitraum. Wenn dieses mistige Drecksvieh wenigstens ein festes Bewegungsmuster hätte, würde ich es ja verstehen. Dann könnte ich es auch nachvollziehen, dass man solche Gegner einbaut. Überhaupt einen Gegner hier einmal. Mit was für einer Affengeschwindigkeit das Vieh sich bewegen kann. Da hat Max auch keine Chance gegen. Moment, ich muss das mal so machen, dass ich denn da noch so eine Art Treppe baue. Ich verstehe gar nicht. Ich verstehe gar nicht, wozu ich diesen einen Block oben brauche. Der hat mir doch nichts gebracht. Irgendwie soll der angeblich... Wirst du mal wo aufhören, das zu verschieben da? Alter. Ja, da komme ich ja noch nie hoch hier. Muss ich das irgendwie so machen. Was? Es gibt dieser Block, der bringt eh nichts. Deswegen kann ich auch ohne den Block dann. Einfach hier, so. Ja nun! Blödes Scrolling! Kann ich den nicht irgendwie rauslocken und dann über diese. Ja, darüber springen? Über diese Teile da? Über diese. Machen wir mal so. Nee, der geht auch dahin, ne? Genau, so meine ich das. Nee, der geht da wieder hin. Was für ein Dreck! Ja, wie soll ich denn an dem vorbeikommen? Den muss ich irgendwie runterlocken, oder nicht? Mies ohne Ende. Oh nein, der Schwachsinn hier. Das ist ein großer Schwachsinn, der hier... Da muss ich auch erstmal überlegen, was man... Warte mal, der fährt da drunter. Das ist auch ein Riesenschwachsinn hier, dieser Kram. Moment, der fährt hier, genau, okay. Kann ich denn gleich drauf gehen? Wenn ich jetzt... So, wenn ich jetzt da... raufgehe, so. Und hier jetzt... komme ich doch hier nicht hoch. Nee. Ach so. Ah, ich glaube, ich weiß. Ich glaube, ich weiß wieder, wie das geht hier. So. Dann nehme ich lieber den hier. Den schiebe ich hier ein bisschen... der Seite, damit ich dann rechtzeitig hier runterkomme wieder. Ich hasse es einfach nur. Okay. So, da muss ich da rauf. Oh, das wird gleich mies. Warum springst du nochmal, du verfickter Idiot?
Wieso ist der so ein Trottel? Wieso springt der denn noch einmal? Dieser. Oh, Monster Max, du bist so ein Vollhonk, ey. Warum springt er zweimal da? Das ist doch unnötig. So. Hier jetzt rauf und hier jetzt hoch. Ja. Weil die Kollisionsabfrage wieder so schön ist. Ist auch in die Tür reingegangen. Wunderbar. Bestes Spiel ever. Könnt ihr mir kein besseres Spiel vorstellen als dieses Machwerk. Darf ich wieder eine Runde warten, weil das ist so knapp die bemessen hier auch. Das ist, die Mechaniken sind einfach nur der letzte Rotz. Objektiv gesehen ist das ein schlechtes Spiel. Wirklich. Weil es so viele Fehler hat, so viele unnötige. Ja, zum Beispiel jetzt. Ja, dieses Scrolling, das ist an der Stelle unpassender, wie es unpassender nicht mehr sein könnte. Also das Scrolling ist an der Stelle wirklich Rotz. Wirklich unpassend für diese Situation. Beim Testen hätte es auffallen sollen. Aber nein. Rare hat da überhaupt keine Tester. Die haben... Ne, jetzt fühle ich mich verarscht. Die haben überhaupt keine Leute dafür bezahlt, dass sie diesen Mist getestet haben. Da hat irgendeiner, ja, die erste Mission gespielt, hat gesagt, oh, schöne Musik, ja. Hat er die zweite Mission gespielt, ja, die war auch noch gut. Und ab der dritten Mission hat er gesagt, nee, kein Bock mehr. Und seit der dritten Mission hier ist, merkt man hier, ja, nichts getestet. Ja. Und das merkt man sehr deutlich. Ich hasse dieses Spiel. Ich hasse dieses Spiel einfach nur. Es ist der letzte Müll. Aber ich werde es trotzdem weitermachen. Naja. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, wenn ich mich wieder weiter mit diesem Rotz rumquälen werde. Bis dann und tschüss.